Vor Video habe ich gezeigt, wie man Viana dazu bringt, dass es diese schönen Messpunkte macht. Und als nächstes klickt man auf Diagramm. Ich erkläre hier, wie man mit einem Screenshot sehr einfach das auswertet. Das ist jetzt irgendein Diagramm. Mich interessiert aber nicht XY, sondern die Zeit und die Geschwindigkeit in X-Richtung. Häkchen hier rein, da raus. Und dann habe ich hier ein schönes Diagramm. Da mache ich einen Screenshot, weil ich hier gern so ein Steigungsdreieck hätte. Also auf den Humbert und auf eine dieser anderen Tasten drücken. Screenshot machen und als nächstes genau auf Bearbeiten und dann Lineal und dann eine Linie zeichnen, das Lineal wieder wegnehmen. Und jetzt kann ich hier ein schönes Steigungsdreieck einzeichnen und kann dann hier schauen, das ist mein Delta T und hier oben sehe ich dann, wie viel das ist. Und an der Stelle habe ich mein Delta V und kann schauen, ja, wie lang ist das, also wie groß ist mein Delta V und die Beschleunigung ist ja Delta V durch Delta T. Ich bekomme also die Beschleunigung, mit welcher Beschleunigung ist dieser Ball runtergefallen. Und wenn ich das jetzt nicht mit Zeitgeschwindigkeit mache, sondern ich habe hier ein Zeit-Y-Diagramm oder Zeit-X-Diagramm und in dem Fall auch irgendwie so ein Steigungsdreieck, dann ist es ja Delta, also Wegdifferenz durch Zeitdifferenz wäre in diesem Fall die Geschwindigkeit. Also ich habe entweder die Geschwindigkeit mit einem Zeit-Wegdiagramm oder ich bekomme die Beschleunigung. Hier ist es die Beschleunigung mit einem Zeit-Geschwindigkeitsdiagramm. Und jeweils interessiert mich dieses Steigungsdreieck. Genau, dass man einen Screenshot schön machen kann.